Himmel oder Hölle ist manchmal eine Frage der Einstellung. Himmel oder Hölle sind natürlich zum einen den Religionen Vorstellungen von Regionen, wo man hingehen kann nach dem Tod. In Himmel oder Hölle kann man sich aber auch in diesem Leben fühlen. Es gibt Religionen, in denen es ewigen Himmel und ewige Hölle gibt. Mindestens in manchen Glaubensrichtungen innerhalb des Christentums wird gesagt, dass nach dem jüngsten Tag jemand, der Schlechtes getan hat, ewig in die Hölle geht, und jemand, der Gutes getan hat oder trotz Tun von Schlechtem sich das bereut hat, sich an Jesus gewandt hat und Jesus, der gestorben ist für die Vergebung der Sünden, gibt ihm dann auch die Vergebung, dass er auch in den Himmel gehen kann. Manche würden sagen, jeder mit falscher Glaubensrichtung geht ewig in die Hölle. Ist heutzutage, mindestens wie ich, wenn ich mit christlichen Theologen und Pfarrern und christlichen Gläubigen spreche, mindestens in Europa nicht mehr die vorherrschende Überzeugung der Christen über Himmel und Hölle. Es gibt da sehr viel differenziertere und sehr viel mitfühlendere Glaubensrichtungen. Aber in einigen Glaubensrichtungen oder einigen Interpretationen des Christentums, in einigen Interpretationen des Islam, selten im Judentum, gibt es diese Vorstellung von dauerhaftem Himmel oder Hölle. Dann gibt es Religionen, wovon vorübergehender Himmel und Hölle nach dem Tod ausgegangen wird. Ich selbst bin zwar auch Mitglied der evangelischen Kirche, aber von meiner spirituellen Heimat komme ich aus der Yoga-Vedanta-Richtung, einer Richtung aus dem Hinduismus. Und hier wird davon ausgegangen, Menschen nach dem Tod gehen typischerweise in die Astralwelt, treffen dort ihre Verwandten wieder, können über das nachdenken, was in diesem Leben war, in Verbindung mit dem, was in früheren Leben ist, und werden dann irgendwann wieder zurückkehren und sich neu inkarnieren. Jemand, der sehr viel Schlimmes getan hat, der geht dann in die niedersten Astralwelten, die man dann als Hölle bezeichnet, weil sie selbst dann auch sehr aggressiv sind, treffen sie andere, die auch aggressiv sind, weil sie anderen Schlechtes gewünscht haben und getan haben, treffen sie andere, und dann schaffen die Menschen sich gegenseitig die Hölle. Und diejenigen, die viel Gutes getan haben in diesem Leben, die kommen dann in die höchsten Ebenen, und die viel meditiert haben und sehr subtil sind, können nach dem Tod in sehr subtile Lichtebenen hineinkommen, die man auch wieder als Himmel bezeichnen könnte. Und so wird so gesagt, die Mehrheit der Menschen gehen in die sogenannte Burloka, in die Astralwelt, wenige gehen in die niederen Welten, die Höllen, weniger gehen in die höheren Welten, die in den Himmel. Aber alle müssen dann wieder zurückkehren und sich wieder neu inkarnieren. Und über viele Inkarnationen in der menschlichen Ebene und dann in Astralebenen und Himmel oder Hölle kommen sie dann irgendwann zur vollen Erkenntnis, zur Erleuchtung und erreichen Befreiung aus dem Kreislauf von Geburt und Tod. Eine vielleicht besonders wichtige Interpretation von Himmel oder Hölle ist dieses Leben. Himmel ist eine besonders schöne Erfahrung von Freude, von Liebe, von Verbundenheit. Hölle ist eine Frage von Leid, von großem Schmerz und von Zerrissenheit und so weiter. Auf eine gewisse Weise gibt es objektiv Himmel oder Hölle, und auf einer anderen Weise gibt es subjektiv Himmel oder Hölle. Objektiv gesehen leben sehr viele Menschen in Deutschland in einem materiellen Himmel. Wir haben etwas zu essen, wir haben ein Dach über den Kopf. Wir brauchen keine Sorge zu haben, dass marodierende Banden unser Dorf am nächsten Tag niederbrennen und alle Menschen töten werden. Wir haben, was wir brauchen zum Essen, etwas, was man als Himmel bezeichnen könnte. Und es gibt andere, aber die sind in einem objektiven Hölle. Das heißt, sie leben in Flüchtlingsgebieten, ihre Familie ist niedergemetzelt worden, vielleicht sie wurden vergewaltigt, oder sie leben in einer Region, wo es nichts zu essen gibt. Sie sind Kinder, müssen Kinderarbeit machen, Hände und Füße von Säuren zersetzt. Und auch in Deutschland gibt es Menschen in dieser Art von Hölle, die schwere Krankheit haben, Kinder, die Krebs haben, Menschen, die dauerhaft Schmerzen haben, die auf kein Schmerzmittel ansprechen. Himmel oder Hölle, also in dieser Welt objektiv. Aber gerade in unserer Kultur
Im westlichen Kontext ist Himmel oder Hölle eine psychische Konstitution. Manche Menschen fühlen sich im Himmel, selbst wenn es schwierig wird. In dem Moment, wo du Schwierigkeiten als Herausforderungen ansiehst, in dem Moment, wo du auch dann, wenn dir Übles angetan wird, irgendwo siehst, dass das von einem Menschen getan wird, der innerlich verletzt ist, aber dass du daran wachsen kannst und dass du das annehmen kannst, um in Vergebung und Herzensöffnung zu wachsen, ist es Himmel. Und in dem Moment, wo du ständig Angst hast, dass du übergangen wirst, dass andere Menschen dir übel wollen, bist du in der Hölle. Eine spirituelle Lebenseinstellung kann dazu führen, dass du dich überwiegend im Himmel fühlst. Und eine andere Lebenseinstellung kann unabhängig von äußeren Umständen dazu führen, dass du dich überwiegend in der Hölle fühlst. Ja, das sind ein paar Aspekte von Himmel oder Hölle. Zum Abschluss vielleicht noch eine kurze Geschichte, die ich gerne erzähle. Vielleicht kennst du sie auch schon. Jemand kam nach dem Tod zum Himmelshüter und sagte, ich würde gern mal wissen, wie ist eigentlich Himmel und Hölle, bevor ich dem zugewiesen wurde. Gut, sagt der Himmelshüter, okay, ich kann das ja erst mal zeigen. Und er führte ihn in einen Raum und sagte, das ist jetzt einer der Räume der Hölle. Schau, was jetzt passiert. Und den Menschen wurden die tollsten Speisen aufgetischt, ganz großartig. Und unserem Himmelsbesucher wurde der Mund auch wässrig und sagte, oh, das ist Hölle? Sag er, warte einen Moment. Und dann sah er, dass die Menschen in der Hölle sehr lange Unterarme hatten, wo sie nicht in der Lage waren, das Essen in den Mund zu geben. Sie hatten also das tollste Essen, konnten es aber nicht essen. Sie nahmen es und warfen es in die Luft und bekamen dann einen Teil in den Mund, einen anderen Teil auf die Stirn und es war zum Teil heiß und kalt und war eklig. Das ist also die Hölle. Dann gingen sie etwas weiter und dort sagte der Himmelsführer, hier ist jetzt die Hölle, hier ist der Himmel. Und sie öffneten die Tür und dort sahen sie wieder die Menschen, die an Festtafeln saßen und wurden das tollste Essens aufgetischt. Und sie hatten auch diese sehr langen Unterarme, sagte unser Himmelsbesucher, das ist doch kein Unterschied zur Hölle, lächelte der Himmelsführer, warte. Und was haben die Menschen gemacht? Mit den langen Unterarmen, sie haben die Nahrung genommen und haben ihren Nachbarn das Essen gegeben. Und so hatten sie das tollste Essen. Das ist Himmel oder Hölle, je nachdem, wie du mit Leben umgehst und mit deinen Mitmenschen umgehst.